Leute, morgen ist Schule. Oh, nee. Und morgen ist dein Freund mit Larissa wieder da. Nee. Ach. Also dein Ex-Freund, es tut mir leid, Leni. Hä? Es tut mir leid, dass ich ihn dein Freund genannt habe. Ich bin immer noch nicht raus aus dem Kopf, dass er nicht mehr dein Freund ist. Es tut mir so leid. Ist okay. Leute, ich habe eine Idee. Welche Idee? Lass uns am besten gruselig verkleiden und ihn dann, wenn er aufs Klo geht, erschrecken. Das hattest du letztes Mal auch gesagt vor einer Woche. Lass uns das machen. Gute Idee. Ja, aber ihr habt es vergessen. Ja, okay. Dann kommt. Gehen wir los. Ich werde mich umziehen. Wir müssen uns schnell für die Schule fertig machen. Ich dachte, das wäre morgen, aber es ist leider heute. Nein. Wir kommen gleich zu spät. Fertig. Leute, kommt schnell. Wir müssen schnell in die Schule, Leute. Wir sind schon eine Stunde zu spät. Oh Mist. Ist alles eingepackt. Aber soll ich fahren, Leute? Ja. Fahr du lieber. Okay, gut. Wo ist überhaupt unser Auto? Keine Ahnung. Warte, ich hole es schnell. Oh, hier ist es, ja. Leute, wo seid... Achso, da. Da bist du. Da bist du, Leni. Ich hoffe... Ja, da. Was macht dieser komische Helikopter da? Keine Ahnung. Vielleicht was überprüfen. Hm. Solange es kein Mensch war? Ja, war nur eine Ampel. Ist ja schön. Ja, super schön. Leute, jetzt sind wir schon 2 Stunden zu spät. Schnell. Pause, es ist gleich Pause. Oh mein Gott, wir sind so dumm. Wo ist der Lehrer? Keine Ahnung, einfach hinsetzen. So tun als wäre nichts. Ich glaube, der Lehrer... Oh, wir haben jetzt Pause, Leute. Deshalb ist er nicht drin. Ich habe die falsche Uniform an. Welche Uniform hast du denn an? Oh, ich habe meine gar nicht angezogen. Ich habe meine... Komm, lass zur Cafeteria gehen, Leute. Ich werde nur meine Uniform anziehen. Wartet kurz, ich hab's vergessen. Habt ihr die ernsthaft vergessen, ne? Oh. Habt ihr sie aber eingepackt? No. Ja, ich hab sie irgendwo in meinen Schrank. Wo ist okay, noch mein Leute, Schrank? Dann gehe ich schon mal zum Essen. War das nochmal rot oder blau? Ich glaube, es war rot. Hier. In die Cafeteria gehe ich essen. Okay. Okay. Ein paar Sekunden später. Ich hab mich angezogen. Fertig. Ich auch. Oh, die Mensa. Wo ist der Cafeteria-Chef? Ich meine, komisch. Mhm. Oder vielleicht ist er heute krank. Ja, kann auch sein. Vielleicht will er... Ich gehe aufs Klo. Kann jemand für mich den Platz bewachen? Ja. Danke. Der Mensa-Typ ist irgendwie nicht da. Wo ist der? Ach, wie lange soll ich noch warten? Dann stelle ich mich halt nicht an. Hi. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich glaube, der Mensa-Typ ist auch krank. Nein. Kann man eigentlich das nehmen? Das musst du bezahlen. Wir haben aber keinen Mensa-Typen, dann nehme ich es mir einfach. Ich lass ihn Geld da hier so. Ich bezahle es ihm morgen natürlich auch wieder zurück, keine Sorge. Ich nehme den Apfel. Mhm. Wer will noch Coca-Cola? Niemand. Ja, okay, dann ich. Also, ich will keine. Leute, warum sitzen wir eigentlich bei Larissa? Keine Ahnung. Komisch. Also, ich sitze nicht bei Larissa. Komm, wir gehen wieder in unsere Ecke. Ja. Ja. Warte, mein Apfel ist auf dem Tisch geblieben. Ich hol's nochmal. Ich krieg einen Anruf. Ich muss schnell. Okay.
denn? Okay. Mhm. Na schön. Also Leute, zwei Sachen. Also ich gehe halt zu meiner Oma und ihr dürft mitkommen. Das ist gut. Und zweite Sache, mein Ex hat angerufen und er hat gesagt, dass er heute nicht in die Schule kommt und dass ich es Larissa sagen muss, weil er aus Versehen Larissas Nummer gelöscht hat. Leute, es ist wieder Schule. Pause ist schon von einer halben Stunde aus. Oh, da ist der Direktor. Larissa, du sitzt das an meiner Freundin, ihr Platz. Larissa, du sitzt an meinem Platz. Warum seid ihr zu spät? Wir haben vergessen, dass Pause aus ist und ich habe kurz telefoniert. Eine Note 6 bekommt ihr alle. Du warst als Einzige da. Gut gemacht. Und wo ist Luca? Der ist krank. Also ihr müsst euch bitte melden, okay? Gut. Jetzt machen wir Mathe. Leute. Ja? Morgen machen, das mit dem Verkleiden, wenn er da ist. Gute Idee. Ja. Dann sag deinem Vater, dass wir heute nicht zu deiner Oma kommen. Ja, okay. Herr Lehrer? Ja? Darf ich kurz mit meinem Vater draußen im Flur telefonieren? Ja, klar, es ist ja dein Vater. Danke. Also, Leute. Wir machen 5 geteilt durch 8. Was ist es? 2 Stunden später. Morgen sind unsere Lehrer alle krank, aber wir sollen trotzdem morgen in die Schule kommen. Okay, cool. Das wird lustig. Dann können wir einfach in der Schule übernachten. Ja, die haben gesagt, wir sollen in der Schule übernachten. Komm Leute, die Schule ist aus. Und unsere Eltern. 1 Stunde später. Ola, als was wirst du gehen? Ich hab schon eins gebastelt. Und was? Verrat es mir lieber nicht. Wir werden es ja morgen alle sehen. Oh, Ella, können wir kurz in dein Zimmer gehen? Weil es soll ja geheim sein, welches Kostüm du hast. Ja klar. Dann komm mal. Ach so, in meinem Zimmer. Okay, ich probier's mal an. 1:37 später. Wow, das sieht ja toll aus. Danke. Gut genäht. Ja, ich überleg mir auch was anderes zu machen. Ich näh's mal. Okay, tschüss. Wir sehen uns dann morgen früh. Ich geh schlafen. Ja. Nächsten Tag. Okay, ab geht's zur Schule. Oh mein Gott, Leni darf das nicht sehen, sonst dreht sie durch. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns dann, oder wir sehen uns bis heute Abend. Sag mal, wo geht sie hin? Keine Ahnung, wir haben heute keinen Unterricht, deshalb. Ach so. Leute, bin da. Falsches Outfit. Leni darf nicht hochgehen. Ich glaube, die küssen sich wieder. Ich auch. Wo ist Leni? Oh, sie ist da. Sie ist gerade da gekommen. Komm, gehen wir zur Sporthalle. Ja, komm, Leni, wir gehen lieber zur Sporthalle. Oben ist es stark langweilig. Aber ich würde lieber nach oben zum Sitzsack. Nein. Dort ist es stinklangweilig. Ja. Ihr verhält euch wirklich Das ist für dein eigenes Gut. Für dein eigenes Wohl. Ja, jetzt komm, wir gehen zum Sporthalle. Obwohl, du kannst jetzt wieder nach oben gehen. Ja, okay, dann gehen wir nach oben. Okay. Gut.
lass mich einfach in Ruhe. Leute, er geht aufs Jungsklo, das ist perfekt. Okay, nein, Leute, wartet kurz. Wir müssen uns umziehen, ohne dass Larissa es bemerkt. Okay, in die. Ich glaube, sie ist sowieso auf Malen fokussiert. Kommt schnell die Mädchen. Okay. Ich ziehe mich um. Stopp. 20 Minuten später. Wartet kurz, nicht reingehen. Was ist? Wartet kurz. Ich glaube, er war gerade Hände waschen. Okay, was macht er jetzt? Ist er wieder aufs Klo gegangen oder was? Dann gehen wir schnell rein. Leise. Machen wir das Licht aus. Ja, komm, Licht aus. Wo ist der Lichtschalter? Warte, ich mach das. Hallo, wer ist drinnen? Hallo, ich bin der Geist. Oh, wer ist drinnen? Jetzt mal wirklich, es ist nicht witzig. Leni, bist du das? Nein. Oh, was ist da drin? Oh mein Gott. Rennt weiter, rennt. Leute, wir müssen uns schnell wieder umziehen. Leute, Larissa! Mein Gott. Steht ich hier so? Mein Freund hat mich gerade gerufen. Nur so. Wir hatten gar nichts gemacht. Und wir waren euch am Chillen. Okay, dann mit geh ich mal rein. Koffern, weil wir hier übernachten werden. Okay, dann geh ich mal rein. Ja, geh ruhig. Oh mein Gott, Larissa, da war so komische Geister. Geister? Bist du verrückt? Bist du ein bisschen... Hast du was getrunken? Also, zu viel Fanta, weil du weißt ja, wenn du zu viel Zucker trinkst oder isst, dann wirst du manchmal ein bisschen, ja, Zuckerschock. Nein, ich schwöre, ich hatte gar nichts. Okay, ich gehe da mal wieder. Oh. Da ist nichts passiert. Warte kurz, warum ist jetzt sie ins Jungsbad reingegangen? Weil mein Freund mich gerufen hat. Hä, ja, dann soll er doch rauskommen. Ella, Enola, kommt mal, ich muss mit euch mal reden. Okay. Leute, habt ihr Lust, heute Abend im Theater unten auf der Bühne zu schlafen? Gute Idee. Ja. Weil sonst gibt's ja kein Schlafort außer diese. Komm, dann lass uns. Ich natürlich Larissa und ihr Freund gemietet haben. Babe, kann ich hier schlafen? Klar. Gute Nacht, Leute. Kommt, Mädels. Aber wir machen natürlich den Vorhang zu. Und das Licht an. Wir wollen ja eine kleine Sleepover-Party machen. Schnell, kommt rein. Der Vorhang geht zu. Was ist das denn für ein buntes Licht? Schnell! Oh, du hast es doch gerade eben so geschafft. Ein bisschen Party machen können. Also, gute Nacht, Leute. War's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir haben 30 Abonnenten. Ich danke euch vielmals für die 30 Abonnenten. Ab 50 Abonnenten können wir live gehen. Und wir können sogar eine Roblox-Gruppe erstellen. Und die Roblox-Gruppe wird mit Robux verteilt werden. Es wird richtig viele Robux geben. Das verspreche ich euch. Und ciao, wir haben euch lieb, Leute. Ja, ciao.